Recht herzlich willkommen zur 61. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, wir sind hier unten, wir bringen glaube ich hier 4 Einheiten noch runter, genauso ist es, die wir da hinbringen, aber wir sind wahrscheinlich, weil da waren irgendwo 13, die sind unterwegs, die standen vorhin noch hier, die sind hier irgendwo jetzt. Wir müssen gleich gucken, dass wir die Leute retten, weil die werden definitiv, ne, nicht die Chance einer Schnitte haben. Jetzt ist das Schiff besetzt, deswegen können die da nicht wegkommen. Wir werden da ganz klar gleich einen Kampf haben, wenn wir da mit dem Schiff nicht schneller werden. Ah, da sind die 13. Da brauchen wir uns keine Gedanken mehr drum machen. Die 25 haben es aber geschafft. Geh mal da. Geht da aufs Schiff. Können wir die bitte aufs Schiff schicken? Weil ich glaube... Ah, jetzt kommen die dazu, okay. Geh mal da rüber mit. Und, achso, die konnten von da auch aufgeladen werden. Alles klar, dann machen wir das als Einheit. Jetzt möchten die einen weißen Frieden. Ist das ratsam? Wir haben jetzt hier 23 Einheiten. Eigentlich nicht. Nein, wollen wir nicht. So. Jetzt müssen wir nur gucken, wo die bleiben hier. Okay. Großbritannien hat das besetzt, genau. Jetzt müssen wir erst... unser Schiff hier runterbringen. Und dann können wir die auch runterbringen. Und dann müssen wir nur gucken, dass wir da hoffentlich unsere Leute gleich an der richtigen Stelle haben, ne? Pause ist noch dran, alles klar. Pause wieder raus. Darlehen können wir abbezahlen. Okay, Rekrutierungsmeister ist gestorben. Schiff kommt runter, Leute auch. Wo ist das Schiff? Achso, auf dem offenen Meer, alles klar. So, wir haben schon 7%. Jetzt dieses noch besetzen und dann müssen wir mal kurz überlegen. Ah, da oben kommen schon Truppen. Wir müssten das in dem Moment abbrechen, wenn wir es hier besetzt haben, ne? Ah, die sind schneller wie wir, weil hier wahrscheinlich mehr Wert ist, ne? Okay, die befreien das jetzt da oben. Das gestaltet sich jetzt schwierig. Das bedeutet, wir müssen hier noch Truppen haben. Können wir aber gerade nicht, weil wir kein Geld haben, oder was ist hier los? Ach so, nee, das sind Seeleute. Okay, wir haben keine Mannreserve, alles klar. Die holen das jetzt wieder. Aber wir holen das. Das sind 11, okay. Machen wir eine Abspaltung. Die wählen wir aus und die schicken wir mal gerade dahin. Gucken, was dann da ist. Okay, ist befreit. Okay. Okay, Eingeborene haben wir aber auch geschafft. Das wäre auch komisch gewesen, wenn es nicht so gewesen wäre. Wir müssen dieses Land jetzt hier schnell besetzen. Aber das dauert ewig, ne? Und da sind nochmal Indianer. Passt. Kommen die da auch hin? Ja, kommen da hin.
reiben sich da noch auf. Und die kommen schon da. Da ist irgendwas akzeptiert worden. So, das ist schon besetzt da, aber dieses noch nicht. Das ist unser Problem jetzt. Das ist jetzt aber auch ein Dingenskommando hier oben. Ich brauche unbedingt jetzt hier dieses Land. Und die müssen jetzt hier irgendwann da auftauchen, tun sie auch. Österreich Staatsehe. Okay. Unsere Truppe hat verloren, das ist auch klar. Wir sind hier aber wunderbar unterwegs. Setzen auf das Schiff über. Was nicht geht, weil wir zu viele Leute wahrscheinlich haben. Wie viel können die? 21. Wie viel haben wir? Wir haben nur... Ah, das ist doch schlecht dann. Können sie immer noch nicht. Ja. Die haben auch keinen Anführer, sehe ich gerade. Wie geht das denn? Einen. Und dann brauchen wir mal einen Anführer, ne? Dann haben die auch was mit dem Kampf besser zu tun. Und wenn wir die jetzt halbieren... Ah ne, das wollte ich jetzt nicht. Halbieren wollte ich. Das machen wir da. Schicken wir die da. Ah, dann laufen die zu Fuß. Das machen wir nicht. Gehen wir mit dem Schiff rüber. Vor anderen Einheiten da lang, bitte. Ja. Das Schiff müsste dann nur auch dahin fahren. Tut's natürlich nicht, wenn man auf Land klickt, ne? Dann kommt die Staatsehe von Österreich wieder. Das ist gut, dass wir das kriegen. Und Aachen akzeptierte ein Angebot. Die 13 Truppen sind da. Und die schicken wir dahin. So, die können da nicht rüber, weil wir ja das besetzen. Deswegen laufen die wieder oben rum. Wir haben zurzeit noch 6%. Oh, irgendwo kommen da jetzt Singens raus. Natürlich hier in der Ecke. Läuft super. Kommen wir da hin? Nee. Wer ist denn das? Nordfundländische Bauern, okay. Hm. So, die teilen mal schnell. Und die teilen wir auch noch dahin. So, die sollten da hingehen können und dann auch die Bauern schlagen. Ich hoffe mal, das klappt. Ah, nein, wir gehen da nicht hin. Aber haben schon den Weg verloren unterwegs. Alles klar, läuft. Dahin. Ja, schade, ne? Das sieht nicht gut aus, das haben wir verloren, ist klar. Wir können halt noch nichts, ne? So. Die haben sich zurückgezogen und jetzt wollen wir ganz schnell gucken, dass wir mit Norwegen vielleicht einen Frieden hinkriegen. Wir haben jetzt 23%. Das geht nicht mehr, okay. Das würde gehen. Das würde auch gehen. Das geht nicht. Hm, das ist doof.
Das geht dann auch nicht mehr. Gut. Geld kann man dann abknüpfen, ein bisschen. Und Forderung senden. Und ist akzeptiert. Wohlauf. Dann ist es wenigstens ein bisschen was gewesen, ne? So, jetzt müssen wir natürlich unsere Truppen hier zusammenziehen. Den bringen wir auf Schiff. Oder wie machen wir das? Achso, wir können die auch alle da anlanden lassen. Das funktioniert auch, ne? Okay, was haben wir jetzt hier? Administrative Macht müssen wir dann verlieren. Das ist halt so. Legitimität ist sowieso schon schlecht. Das wäre... Ah ne, da war die... habe ich jetzt falsch geguckt. Naja. Okay. Wir gehen da rüber. Dann müssen wir hier den Bauernaufstand niederschlagen. Gut, die laufen da weiter. Und wenn wir die alle da haben, was ja jetzt gleich so ist, einen wir die. Geht nicht auf fremdem Territorium, alles klar, dann müssen wir sie so halt angreifen. Und mal hoffen, dass das einigermaßen klappt. Ja, das sieht gut aus. Wenigstens einmal etwas. Bauernaufstand niedergeschlagen. Jetzt müssen wir das Land nur gerade befreien. Dann hat das wenigstens funktioniert. Da denn zurückzahlen? Ja, geht. Machen wir auch. Wie sieht denn das überhaupt da so aus? Oh, 18. Das ist ja ein richtig guter Betrag, ne? Das heißt, wir werden mal hier definitiv ein Dingens hinsenden. Wie heißt er denn jetzt? Sag schon. Kolonisten. So, und die können wir jetzt ein. Die haben dann den Anführer. Das läuft, ne? Und dann gehen wir darüber und sammeln da weiter ein. So. Jetzt, lass laufen. 18 haben wir noch Geld, aber da muss ja erst der Kolonist noch da sein, bevor da was passiert, ne? Und... Kredit haben wir nur noch einen von 254, der ist aber dann auch schnell erledigt. Ja, das ist okay. Da geht's voran. Okay, da sind wir Stufe 14 und wir sind erst 12. Das habe ich bis heute noch nicht verstanden, aber das ist jetzt auch das dann... Kann man eigentlich auch Missionen abbrechen, ne? Hat sowieso keinen Sinn mehr. Das läuft hier. Staatsmann gestorben. Aha. Stabilität mehr als eins haben wir einer der folgenden Punkte. Eintrag rausbrennt. Das würde machbar sein, wenn wir da weiterkommen. Religiöse oder diplomatische Ideen. Die isländische Identität annehmen. Okay. Na, das ist sehr interessant. Das kannst du schon knicken, kann sie, brauchst gar nicht anzeigen, sozusagen, ne? Ist ja auch egal. Jetzt haben wir Kriegsgrund, oh, da sind Bauern aufgetaucht. Das heißt, wir müssen die da mal rüberbringen, okay. Oh nein. Okay. Die haben wir gerade noch vorher erwischt, oder wie sehe ich das?
Und die müssen wir dann mal. Ach, das sind ja norwegische, das sind ja gar nicht unsere. Alles klar. Okay. Aber es macht trotzdem Sinn, die da zu lassen. Die schicken wir dahin, dann wieder da und dann bleiben die da stehen und alles ist gut. Die Zähne lassen wir da. Ah, guck mal, die Norweger werden richtig hier. Norwegische Bauern sind das, okay. Die haben da intern Probleme. So, der Heilige Stuhl will gerade Debatte beginnen. Ja. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Und das Unterunterhalt, Armee und Verschleiß. Ja, das ist eigentlich auch unser Ding. Aber momentan haben wir das ja. Prestige können wir nicht verlieren. Ja, das ist gerade alles doof, ne? Kannst du noch die Korruption mitnehmen, ne? Machen wir die Autonomie noch dazu. Und dann schließt das und warten wir ab, was da passieren wird. Da ist das schon fertig. Okay. Dann haben wir hier einen Einheitenwechsel. Geht sonst noch was? Ich glaube nicht, ne? Ja, ich glaube, das lassen wir alles so. Gut, ja. Da kommen wir nicht hin. Das wird wohl das sein, was wir gerade machen, am besten, ne? Mittel ist hier. Achso, das ist nicht da. Da wollte ich hin. Ja, das 60. 0,59 ist ja schon ein bisschen was, ne? Wir können zurückbezahlen. Dann tilgen wir den doch gerade mal schnell. Dann läuft das doch auch. Wir haben relativ viel Geld und wir haben noch einen Kolonisten. Dann senden wir den doch da auch noch hin. Die teilen wir nochmal auf. Und die Hälfte wandert rüber. So, hier sind noch 10.000. Die sind aber da gut angesetzt. Hier haben wir nichts mehr. Und wir müssen mal gucken, dass wir hier auf unserem Festland jetzt noch ein bisschen was machen. Da haben wir nur 4.000 stehen. Die schicken wir mal gerade nach London. Keine Mission gewählt, genau. Müssen wir gucken, was wir da machen. Aber das dauert ja ewig, ne? So, hier sind wir auch richtig. Meine Güte, das ja. Schiffe noch dazu bauen, okay. Großbritannien ist die stärkste, haben wir jetzt noch den. Ja, das ist doch ein schönes Ding hier. Das machen wir als erstes hier. Zack. So, jetzt ist hier erstmal das. Okay, da haben wir gewonnen, das ist klar. Oh nein. Geht gar nicht das Fenster. Gut, dann müssen wir das doch zuerst machen. Oh Gott. Verlieren wir 79 Dukaten. Wie sind denn die Stände dann?
Was gewinnen die dann? Loyalität. Ja, ich glaube, das können wir machen, ne? Weil da können wir dann doch hier wieder was einsetzen, ne? Das ist doch mal das Richtige, oder? Da haben wir richtig Geld gekriegt. Das hat's gebracht. Schiffe werden teurer. Oh nein, da sind wir durch. Das ist schon mal gut. So, jetzt gehen wir einen nach dem anderen hier rüber. 0,58. Die werden auch immer besser. Das ist geklärt. Achso, wir wollten eine Mission noch machen. So war das. Können wir auch mal Rad runter machen. Und hier. Achso, das ist unser. Okay. 20 und 50, da müssen wir aufpassen. Und die Mission war jetzt, wie hieß der Laden? La Morgan. Die müssen wir jetzt mal suchen gerade. Wo war die Suche? Die ist es. Und dann müssen wir da. Was müssen wir da bauen? Eine Manufaktur. Und dafür brauchen wir 488. Gut, das bedeutet, das muss noch einen kleinen Moment laufen, aber das kriegen wir ja gleich schnell zusammen. Und die haben hier was drin? Eisen. Das würde bedeuten. Waffenmanufaktur. Handelsposten. Es geht ja nur das dann. Also geht schon was anderes vielleicht auch. Ne, das andere, die Bedürfnisse haben wir nicht. Dann muss das sein. Und dafür müssen wir gerade noch einen Monat warten, bis das Geld fließt. Und dann können wir die bauen. Und dann läuft die Manufaktur. Also wird gebaut, oder wie? So, was macht jetzt unsere Mission? Ja. Das ist erledigt. Und die ist in Produktion, ne? 60 Monate. Ah, hier sieht man es, oder? Ne, doch nicht. Ist das hier der rote Balken oben, oder was? Okay, wunderbar. Das läuft aber auf jeden Fall. Was haben wir sonst noch? Ja, wissen wir. Können die sich dann nicht erholen, oder wie ist das? Müssen wir mal gerade gucken. Die sind aber alle zufrieden und glücklich, ne? Wie sieht's mit denn da aus? 384. Können wir uns leisten, machen wir. Okay, da ist es schlechter mit den Prozenten. Ja, wer ist das denn hier eigentlich? Florida, okay, das ist nicht so schön. Die Norweger breiten sich dann da oben noch aus. Haben hier noch zwei Stützpunkte. Und das ist Dänemark, ne? Gut, Pelze. Ne, das war verkehrt. Da müssen wir hin. Ah, ich glaube, da kommt so ein kleiner gelber Balken da oben jetzt. Läuft also, in Anführungsstrichen. Truppen. Können wir nicht, haben wir nicht. Die sind fit.
An welchen Truppen fehlt's denn dann? Ah, hier bestimmt. Okay, da sind noch Defizite. 442 sind 10 und wir haben da 79. Die sind aber schon fit, ne? Das sind 10, das passt. Und die sind auch schon fit, oder? 10, 17, 21. Ne, die sind überhaupt noch nicht fit. Da fehlen auch noch mal Leute. Gut. Das wird dann noch eine Weile dauern, bis wir da was hinkriegen. Handelskriegsgrund gegen Britannia. Hier müssen wir mal gucken, haben wir da noch Ansprüche? Ne, die sind schon verloren gegangen. Das machen wir mal. Und die anderen Ansprüche sind bestimmt genauso weg, ne? Gibt's keine Ansprüche mehr. Die müssen wir wieder erlangen. Aber dahin wird's sowieso nicht gehen, denke ich. Die waren hier unten noch, ne? Die Bretonen, ne? Bretonen. Naja. Jetzt kommt noch die Pest auf uns zu. Geld weg. Ja. Jetzt vergrößern wir natürlich hier unser Dingens, ne? Wie heißt es? Unsere Kolonie. Besetzt durch die norwegischen Bauern. Ja. Gut, aber ich würde sagen, für die Folge, die jetzt verdammt lang geworden ist, soll es auch erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Ja.